Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit mir, Sveneta, und wir sind jetzt vor dem Usternack oder wie der Typ heißt, gehauen. Und ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Irgendwo im Untergrund. Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall Lampen auf dem Kopf. Wann haben wir die uns aufgesetzt? Ich weiß nicht, aber hier ist die Mauer und hier ist die Schweine. Nein, da war doch ein Durch... Oh, ist das dunkel! Vor 3 Jahren dachte ich, ich würde im Dschungel von Südamerika draufgehen. Der Feind hat uns umzingelt. Als ich das begriff, war mein Team schon tot. Ich hatte meine Waffe verloren. Dieser Bastard griff mich mit einem Messer an. Der Kugel war ich ihm wohl nicht wert. Warum erzählen Sie mir das? Wie? Tod durch die Klinge ist der Schlimmste. Es ist schrecklich. Söldner wie ich, wir können uns nicht aussuchen, wie wir sterben. So ist es eben. Tja, aber dafür werden Sie angeheuert, oder? Für Geld zu sterben ist das eine. Da habe ich die Wahl. Grundlos zu sterben, das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheißding war und warum es mich umbringen will. Das Ding ist wie die Javo. Eine bioorganische Waffe, die den C-Virus trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt. Nie davon gehört. Nein. Die, scheiße, ich hab... Sie wollen die Antikörper in ihrem Blut untersuchen. Dabei ist es egal, ob sie tot oder lebendig sind. Als Söldner war ich echt besser dran. Nicht so schnell. Ich werde nicht zulassen, dass ihnen was passiert. Die Welt braucht sie. Nein, nicht mich. Nur mein Blut. Ich kann es haben. Solange jemand hat mir gesagt... Ah, oh, scheiße. Mich hat's umgehauen. Sollte mal. Also gegen schießende Gegner würde ich keinen Mann machen. Es sei denn, man ist nah dran. Also Nahkampf nur bei... Alter, was? Das war nicht schlecht. Warte. Ich guck erst die Umgebung an, bevor ich hier überhaupt weitergehe. Ich guck doch auch nicht. Nee, ich meine nur... weil ich schon die Tür gesehen habe, habe ich das gesagt. Ich habe keine Tür. Oh, ich habe die Tür. Wo ist die? Bei mir. So. Gehen wir mal weiter. Ich finde das immer so lustig, dass man da immer Leon sieht. Bei den ganzen Ladebildschirmen. Ja, ich dachte, wir sind woanders. Ja, wir sind auch komplett anders. Wir haben Javos als Gegner. Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Sherry Birkin, Sie waren in Raccoon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ an Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flakartillerie. Schalten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Feindobjekt auf dem Radar geortet. Es kommt direkt auf Sie zu. Ja, am Arsch! Ach, die Pickel da oben, die Pickel da oben, ne? Oh,
leck mich, der haut rein. Der haut richtig rein. Unser erstes Ziel ist das... Chris, wir helfen Ihnen. Kommt nicht in Frage. Bringen Sie sich in Sicherheit. Was macht er mit dem Auto? Oh. Alter! Was zur Hölle? Der hat mich mit dem Auto erschlagen. Ja, das ist mir schon klar, dass er das gemacht hat. Das... Warum von dem Auto? Bleibt der abgeschmissen. Nein, der schnappt sich gleich wieder das Auto. Er sieht mich nicht. Ah, jetzt holt er das Auto. Ja, und ich hau jetzt von dem mal erstmal ein bisschen ab, weil ich weiß nicht, wo ich... hier gibt es bestimmt irgendwo Munition in den Straßen. Alter, das ist der erste Boss übrigens. Ne, der zweite eigentlich, weil der erste ist ja der Rooster-Nackt gewesen. Ja, scheiße, der kommt bestimmt gleich in die Ecke. Ich will gar nicht erst nach hinten gucken. Ich bringe jetzt Sprengladung an der Flak an, geguckt, aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Alter, was soll denn das? Guck mal, sie kriegt einen elektrischen Schlag, wie geil. Cool! Kann ich auf den hoch? Lock den immer so hin. Ah, da oben ist ein Gegner, der könnte mir hilfreich sein. Komm her, Junge. Scheiße! Lock den mal von mir... Nein, scheiße, der hat das Geschütz zerstört. Doch einfach auf den Rücken schießen. Aber du hast keine Munition, oder? Ladungen angebracht! Alle sofort zurück! Irgendwie läuft da jetzt die Zeit. Ah, da schießt was auf mich. Nein, das ist Sackgasse. Und da ist der Große. Ah, du bist ein Freund. Ich hoffe, du kommst allein gut klar. Denn ich weiß, was du bist. Mir reicht es, wenn ich weiß, wo der Gegner ist. Sieht aber ein bisschen ramponiert aus, das Geschütz. Das sind deine Feinde. Auch Feinde. Mach mal hier ein paar Stunts. Aber ich laufe hier irgendwie im Kreis. Auf jeden Fall, du machst dich sehr gut, muss ich sagen. Ich bringe
jetzt Sprengladungen an der Flagge. Aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Mann, ich komm hier nicht mehr runter. Was hast du? Was war das für ein elektrischer Schlag? Drücke R2. Oben ist eine gute Position. Hier gibt's überall Bogen. Ich helfe Ihnen. Kannst du auch. Da ist der. Bringe jetzt Sprengladung an. Ja, von hier aus kann ich sehr gut. Ich hab keine Munition mehr. Ladungen angebracht. Alle sofort zurück. Wo zurück? Gute Arbeit, Alpha. Noch ein Geschütz. Eine weitere BOW nähert sich ihrer Position. Genau die hatten wir bei Herzen so verloren. Alter. Alpha, gehört machen zum Feuer. Alter, da sind zwei jetzt. Ey, scheiß auf die. Scheiß jetzt auf den Gegner, ohne Scheiß. Nur noch eins. Alle Mann in den unterirdischen Gang. Ja, da gibt's im Moment noch keine, Es sind zwei übrigens. Ja, wo sind die hin? Wir können uns doch nicht allein lassen. Da ist einer. Da ist einer. Die haben uns umzingelt. Die sagen was von unterirdischem Gang, ne? Vorsicht! Alter, der hat mich voll verfehlt. Ich auch. Aber da schießt man doch nicht. Nein! Alter! Auch nix. Nee, das ist auch nicht. Ah, da kommt was! Hier hoch ist nicht. Ich dachte im Untergrund, da ist auch einer.
hoch, ist gut. Ich habe keine Heilung mehr, ich bin am Arsch. Und hab Gegner hier. Ja, Riesenfuck. Ich hab's quasi geschafft, ja, auf einmal. Da war nur ein Stück leer und auf einmal war es komplett gab. Gute Arbeit, Alter. Noch ein Geschütz. Ein Geschütz? Ach, wir gehen den hinterher. Wir laufen hier auch komplett falsch. Wir müssen den BSAA hinterher. Den Mannschutz. Komm hier. Ah, super. Weißt du, was ich an diesem Spiel irgendwie aufnehme? Ich bringe jetzt Triggerung an der Flak an, aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Ich weiß ja noch nicht mal, wo du lang gegangen bist. Wir versuchen sie aus der Luft zu treffen. Mal sehen, ob die Schwachstellen haben. Auf drei Minuten rollen sie! Feuer frei! Ah! Alter, hier Echo, sehen Sie sich meinen Rücken genau an. Das Gerät ist direkt mit den lebenswichtigen Organen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber es sieht aus! Ich hab die zwei Sniper, die ihn am Arsch wollen. Und die treffen mich jedes Mal. Da bleibt das. Alter! Dafür gehe ich runter. Thank you.
Dann müssen wir den Dings wahrscheinlich ab. Wir haben etwas von gesagt, dieses... Oh, Sniper! Nein! Ah, jetzt verstehe ich. Das Ding hat nämlich noch diesen einen Zitzel oder was das sein soll, noch gar nicht kochen. Das muss man nicht machen. Ah, der ist eingebrochen, ne? Kann ich da hoch? Ah, leck mich! Mir geht auch immer die Munition aus. Alter, mich ignorieren, aber auf ihn aufgehen. Was sind wir hier nicht? Warum trittst du uns? Ja, aber da waren auch welche von uns. Schlag noch mal zu! Komm, ich weiß, dass du meinen Arsch willst! Komm schon! Oh Mann, der wackelt nur! Wenn wir sie jetzt bombardieren, hat das keine Lösung. Das Gerät ist direkt mit den lebenswichtigen Organen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber ziehen wir es raus! Warten wir hier, bis der umfällt. Bin unterwegs! Mach ich geil! Und dann haut er auch noch zu, das ist super! Dafür sind wir voll geheilt. Trotzdem, der Schwuchtel. Arbeit, Alpha. Aber es ist noch nicht vorbei. Echo-Team kann nicht landen, bis die andere BOW erledigt ist. Ja, super. Wir versuchen sie aus der Luft zu treffen. Mal sehen, ob die Schwachstellen. Auf rein, oh, jetzt versuche ich das. Feuer frei! Ja.
Alpha, der Echo, sehen Sie sich mal den Rücken genau an. Das Gerät da ist direkt für den lebenswichtigen Organ. Ich hab uns auf. Juhu. Auf freigelegt. Ah. Das war's. Das war die letzte. Saubere Arbeit. Der Pilot hat schon ihre Koordinaten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hey. Hey! Kennen wir uns? Ihr Soldaten seht für mich alle gleich aus, Kumpel. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ist schon gut. Guten Flug. Das war aber heftig. Vielleicht war es auch schon das erste Kapitel. Wer weiß. Ja. Aber da ist noch etwas. Mr. Mueller verlangt eine Entschädigung für seine Kooperation. 50 Millionen Dollar. Ja. Ja, ich verstehe. Ich sage es ihm. Und? Sind wir im Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Das war einfach. Oh. Übrigens, der Typ, mit dem du vorhin so dicker warst. Sie meinen Chris? Ja, genau den. Was ist mit ihm? Vergiss es. Auf jeden Fall, es hat gespeichert. Was war das? Es hat gespeichert. Ich muss mal sagen, wir werden den Part hier. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Zeneta und eure.